Hallo, willkommen zu diesem Video. Heute zeige ich euch, wie ihr euren Discord-Chat mit eurem Minecraft Bedrock Edition Chat synchronisiert. Also wenn ihr eine Nachricht in den Discord-Chat eingibt, dass die dann in den Minecraft-Chat gesendet wird und andersrum. Dafür erstellt ihr erstmal einen Ordner, wo ihr das Ganze machen könnt. Dann öffnet ihr diesen Ordner mit Visual Studio Code, wie ihr das installiert, genauso wie Node.js, was ihr auch braucht, habe ich in einem anderen Video erklärt, ist jetzt oben rechts in der Infocard verlinkt. Wenn ihr hier seid, könnt ihr dann erstmal eine Datei namens index.js erstellen. Wenn ihr die Datei erstellt habt, könnt ihr die Konsole mit Steuerung Ö öffnen und npm iws eingeben, um ws zu installieren. Genauso wie discord.js, also npm idiscord.js. Wenn ihr das gemacht habt, könnt ihr const WebSocket gleich require ws machen, genauso wie const Discord gleich require discord.js. Dann, wie auch bei dem Tutorial, wo ich euch gezeigt habe, wie man ein Discord-Bot erstellt, einfach const client gleich new Discord .client und hier auch die Intents setzen mit Intents Doppelpunkt new discord.intents Klammern 32767. Dann könnt ihr auch schon machen let wss gleich new websocket.server Port Doppelpunkt und dann einen Port. Ich nehme jetzt einfach mal 55555. Dann könnt ihr auch console.log schreiben nun slash connect localhost Doppelpunkt 5555 in den Minecraft Chat. Das müsst ihr nicht machen, also das console.log könnt ihr aber. Dann Punkt, nee, ohne Punkt, wss.onConnection Socket, ein Pfeil, dann geschweifte Klammern, console.log verbunden. Damit, wenn ihr euch verbindet, in der Konsole steht, dass ihr euch verbindet habt. Dann könnt ihr auch schon machen client.on message create message ein Pfeil, geschweifte Klammern if message.channel.id Ausrufezeichen gleich und jetzt die Channel-ID. Die Channel-ID bekommt ihr ganz einfach, indem ihr bei Discord in die Einstellungen geht und dann hier auf Erweitern klickt und dann auf Entwicklermodus an, sodass das hier grün ist. Dann könnt ihr bei eurem Discord-Server zu dem Kanal gehen, Rechtsklick auf den Kanal und ID kopieren. Dann geht ihr wieder hier in Visual Studio Code und fügt die ID ein. Dann noch die beiden Striche und message.alpha.bot, damit auch nicht der Bots etwas schreiben können, weil sonst das ein Problem wird. Dann einfach return und socket.send json.stringify Klammer geschweifte Klammer Body Doppelpunkt Command Line Doppelpunkt slash Tellwar at a
War Text. Text. Also Discord, damit es schön aussieht. Ja, dann einfach message.auffer.id. Dann vielleicht ein File und message.content. So wird dann die Nachricht in den Chat geschickt. Aber hier fehlt noch Version 1. Ja. Dann hier Komma, Header, Doppelpunkt, Request, ID, Doppelpunkt. Und jetzt müsst ihr hier unten schreiben, also einfügen das, was unten in der Videobeschreibung steht. Das ist einmal das hier. Das steht unten in der Videobeschreibung. Einfach kopieren und dann einfügen. Damit ihr UUIDs generieren könnt, hier dann einfach UUID klammern. Und Message. Ja, richtig geschrieben. Okay. Also alles muss richtig geschrieben werden. Propose, Doppelpunkt, Command, Request. Und Version 1. So. Dann war es das auch mit dem Nachrichtensenden in den Discord-Channel. Und wir wollen ja auch, dass eine Nachricht gesendet wird, wenn wir in Minecraft etwas schreiben. Und deshalb hier einfach schreiben socket.send, so json.stringify, Klammern, geschweifte Klammern, Header, Doppelpunkt, Version 1, Request ID, UUID, Message, Typ, Command, Request, Message, Propose, Doppelpunkt, Subscribe und noch den Body mit Body, Doppelpunkt, Event Name, Doppelpunkt, Player Message. So. So könnt ihr dann die Nachrichten bekommen und einfach nur noch socket.on message packet geschweifte Klammern let data gleich json.parse packet und dann if data.header.eventname gleich player message und data.body.type gleich chat geschweifte Klammern client.gulz.kache.get. Dann braucht ihr die Server-ID. Die bekommt ihr, indem ihr bei Discord Rechtsklick auf den Server macht und ID kopieren drückt. Und hier dann einfach einfügen. Dann .channels.kache.get. Und dann wieder eure Channel-ID. .send. Embed. Doppelpunkt. Eckige Klammern. New Discord.message embed. Damit es schön aussieht, machen wir es in ein embed. .zauffer name doppelpunkt data.body.type.
Sender, dann Punkt Set Description, Data.body.message, Punkt Set Footer, Text Doppelpunkt, Discord und Minecraft, Minecraft Chat. Müsst ihr nicht machen, kann man machen. Z-Timestamp kann man auch machen, muss man aber nicht. Und Z-Color muss man auch nicht, kann man aber machen. Und dann irgendeine Farbe eurer Wahl oder halt einfach random. Und ja. Dann noch den Client einloggen mit client.login. Und den Token, wie ihr den bekommt, habe ich schon im ein Tutorial gezeigt, wie man einen Discord-Bot erstellt. Einfach das schauen. Dann wisst ihr, wie man den bekommt. Und einfach STRG Ö, Node, Leerzeichen, Punkt eingeben. Und wir sehen schon, es wurde gestartet. Dann kopieren wir einfach den Command hier. Gehen dann in Minecraft in irgendeine Welt rein. Und schreiben diesen Command in den Chat. Verbindung zum Server hergestellt, dann holen wir mal, dann können wir auch mal Discord hier hin machen. Wenn wir jetzt hier reinschreiben Hi, steht im Chat Hi und wir sehen, hier steht die ID und nicht der Name, da haben wir was falsch gemacht. Also ich einfach hier. So, ja, hier muss Tag stehen und nicht ID. War ein kleiner Fehler, einfach wieder STRG C, Node, Leerzeichen, Punkt und alles mit STRG S speichern. Dann und jetzt wieder in Minecraft den Befehl eingeben und wieder bei Discord Hi schreiben. Und wir sehen schon, der Codayo Hashtag 8857 und wenn wir jetzt hier Hi schreiben, und in Discord schauen, sehen wir auch schon der Codayo. Hi. Ja, es funktioniert. Also, das war's mit dem Video. Bis zum nächsten Video. Ciao.